Sagt, Gevatter Adam, was ist mit euch geschehen? Zum Straucheln braucht's doch nichts als Füße. Wer zerbrach den Krug? Werden zerbrochen? Ja, Gevatterchen. Meiner Seele, setzt euch, so werdet ihr es erfahren. Ich kann hier, wer den Krug zerschlug, nicht melden. Geheimnisse, die nicht mein Eigentum, müsste ich dem Kruge völlig fremd berühren. So nimm Gerechtigkeit denn deinen Lauf! Große Lust in mir, Herr Richter Adam, der Sache völlig auf den Grund zu gehen. Schmeißt die los, doch die verwünschte Fette! Wenn ihr selbst den Krug zerschlagen hättet, könntet ihr von euch ab den Verdacht nicht eifriger hinwälzen auf den jungen Mann als jetzt. Da ich vom Vorwerk nun zurückkehre, zur Zeit der Mitternacht etwa, und just im Lindengang beim Martensgarten bin, huscht euch ein Kerl bei mir vorbei. Mit